Södele, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ja, wie in der letzten Folge schon vermutet, nachdem ich hier Ewigkeiten rumgesucht habe, nicht gefunden habe, ich habe es halt verpasst, da unten zu sehen, dass man sich da längs hangeln kann, habe ich hier ein bisschen rumgestratzt die ganze Zeit und ja, es hat sich halt herausgestellt, dass tatsächlich das Spiel dann an der Stelle buggy wird, weil ich zu lange gebraucht habe, ich die da oben alle weggeräumt habe, schon der Trooper von oben runterkam und das andere Schiff, das ihn noch unterstützt, mit dabei war. Und dieses Schiff sollte eigentlich dieses Seil dorthin, was ich auch schon vermutet hatte, durchschießen und dann passieren noch andere Dinge. Ist aber alles nicht passiert, weil das Spiel an dieser Stelle mit meiner Spielweise offensichtlich nicht so ganz klar gekommen ist. Ja, muss ich den ganzen Spaß also nochmal machen. Ne? Ist voll schön und so. Freue ich mich. Also muss ich hier halt einfach mal sehen. Wenn ich was. Das geht auf jeden Fall noch, das finde ich gut. Das geht auf jeden Fall noch. Okay, also das wäre dann jetzt der Teil. Dann müssen wir halt zusehen, dass wir da jetzt rüberkommen offensichtlich. Wir regenerieren ein wenig Macht, während wir hier längs krabbeln. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir am besten hochkommen. Ich versuche es einfach mal zu. Kein Schmerz wird mich abhören. Du wirst sterben. Echt schnell. Kann ich das machen? Okay. Ja, stehe ich. Steh ich. Ja, wenn du dich bitte bewegen würdest, Freund. Das Letzte ist, dass er sich dann einfach irgendwann nicht mehr bewegt. Blödelt dann in der Gegend rum. Hilf mir, BD. Ich werde siegen. Hier geht's bergab. Jetzt kann ich dann plötzlich nicht mehr, geil. Du kommst nicht durch. Ich werde jedem. Wow. Okay, das war ja gar nicht mal so schwer. War auch nicht so einfach. Also bis zu der Stelle habe ich geguckt und irgendwas passiert jetzt. Weiß der Geier was. Padawan, wo ist die Macht? Eine Sequenz. Überall. Sie ist in mir. Sie umgibt mich. Ganz richtig. Sie verbindet dich. Manchmal werden dich Gefühle, Schmerz oder Erschöpfung täuschen, denn du wirst dich getrennt fühlen, isoliert. Es ist eine Illusion. Dein Lichtschwert liegt dir außer Reichweite. Aber durch die Macht bleibst du mit ihm verbunden. Ja, gut. Spüre die Energie um dich herum. Jawohl. Und dann rufe deine Waffe. Patz! Oh! Das wollte ich nicht! Drei Magnet. Die Macht ist in dir, um dich herum. Verbinde dich mit deiner Waffe. Lass dich durch nichts ablenken. Yes. Und du? Wow. Die Macht ist mit mir. Sie verbindet uns. Ja, genau. Drei. Ich glaub schon. So, hier können wir nicht hoch. Erkunde das Grab von mir. Ziel erreicht. Okay. So, und jetzt sollen wir halt das da
Ach, und jetzt ist durch das ganze Ding, ist auch das da wieder frei. Na geil. Na? Nein. Ach, gedrückt halten. Ach so. Alter Schwede. Wow. Wow. Alter. Schon nicht so schön, da wird so ein bisschen verschwommen alles hier. Oh. So, nu? Da unten habe ich doch gerade was leuchten sehen, oder? Das hätte ich vorher machen müssen, oder was soll das heißen? Du lebst noch. Ja. Wolltest du das nicht? Ich lebe noch. Zum Glück berücksichtige ich alle Eventualitäten. Okay, das speichern wir erstmal. Nicht, dass ich irgendwie geringfügig paranoid geworden bin durch dieses Spiel. So. So, jetzt müssten wir offensichtlich. Ah ja, genau. Jetzt kommen wir hier auch wieder zurück. Zurück ist die Richtung. Ja, Tjonda. So. Oh, oh. Das finde ich gut, dass die Lücken immer genauso dick sind wie ich. Oh. Au. Um kleinere Objekte. Ja, aber wozu? Kleinere Objekte? Ja. Oh ja, aber gar nicht. Ich sehe dich. Wow. Ich glaube, er versucht wegzulaufen. Ja, auf jeden Fall. Kleine Wir werden Objekte. Problemlos gewinnen. What's up? Wer ist das denn? Ganz euch! Du kannst uns nicht überwältigen. Sieht aus, als hätte sich unser Training gelohnt. Oh. Oh. Drei, aber ich habe keine Kraft. Sie konnten dich nicht besiegen. Ich kann es. Ah, schauen wir mal. Du bist erledigt, Jedi. Okay. So, drei, da haben wir den, oh, den, oh, 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 wieso steht denn der jetzt da, Alter, der stand doch vorhin auch nicht da, wow, Alter, oh, okay, den müssen wir wahrscheinlich erstmal hier rüber pullen. Bitte, stimmt zu mir. Ach Quatsch. Nein, warum? Und du? Damit. Okay.
Ja. Was? Ach, wie geil ist das denn? Lass euch nicht von ihm erwischen! Bringt uns jetzt alle um? Moin! Jedi, auf ihn! Es wäre natürlich geil, wenn ich ihn da oben irgendwie kriegen könnte, weil er explodiert dann. Nimm ihn vielleicht mit. Geil. Ah, keiner Traum. Wollen wir nur hoffen. Jetzt hat er den Decken da gelassen oder was? Ah ja. Los, holt ihn euch! Großartig! Wow, was? Ja, Jedi, nochmal! Lass ihn, nicht weglaufen! Gib noch nicht auf! Macht ihn fertig! Ich bin an ihm dran! Das ist ein Jedi? Hilf mir bitte! Oh, shit. Ich kann hier nicht vernünftig steuern. Ich guck die ganze Zeit nach oben. Das ist doch total ätzend. Mega ätzend, wenn man sich die Sichtperspektive nicht selbst einstellen kann. Da steht man und guckt nach oben, aber der Gegner ist da. Das ätzend, ist das bei der Konsole auch so oder ist das nur irgendwie hier so ein PC-Problem oder was? Ja, richtig ätzend. Mich doch mal interessieren, ob das da oben einfach nur. Mir ziehen kann, aber nicht so schade. Okay. So, es geht hier einmal wieder zurück. Darüber irgendwie nicht so. Das ist die Rutsche. Das ist. Ah ja. So kann man dann auch mit der Zeit sterben, bevor man am Speicherpunkt ist. Funktioniert so einigermaßen. Okay.
Lauf. Oh. Kommst hier nicht durch. Aber ich komme hier nicht raus. Geil. Jetzt bin ich hier drin, aber man kommt hier nicht raus. Geil. Ich komme doch da oben, oder? Nein. Okay. Also das ist nicht der richtige Ort zum Verweilen. Das ist die Frage, wo ist der richtige Ort zum Verweilen? Ich komme hier nicht mehr raus. Wenn diese Tür zu ist, würde ich mal sagen. Ich bin von dort drüben gekommen. Da ist noch ein Ausgang. Mal gucken, ne? Was noch? Hier. Wer läuft jetzt wo Patrouille? Genau da, wo ich hin will. Ja. Machen wir doch glatt mal. Puh, haben wir den Teil zumindest schon mal abgeschäft. Ja. Dann schauen wir mal. Jetzt hier so. War das? Mit den Feuerdingern kann man das Ding vielleicht anzünden. Ja, auch noch was. Ja. Aber mir blüht, als wäre das trotzdem ein Teil, in den ich rein muss. Ich bin hier. Ich muss aber, die habe ich hochgestellt. Ich könnte hier oben hin. Muss ja irgendwie wieder da rankommen. Muss da unten hin. Ich muss aber diese beiden grünen Paneele bedienen. Ich habe dort ein Seil. Oh, hier irgendwo ein Seil. Geht jetzt aber hier unten. Da könnte ich nur. Das bringt mich nicht weiter. Doch, da. Ne, von da bin ich gekommen, oder? Da bin ich gekommen. Da kann ich hin. Das ist die Rutsche. Roll in diesen Raum rein, in dem der Bastard steht. Boah, da müssen wir halt versuchen, den zu töten. Ne? Hallo. Obwohl ich gar nicht mehr in Reichweite war. Geil. Cool. C, wechsel den Lichtschwerttypen. Ja, ist mir Wurst. Verdammte Axt.
ich trödel ein bisschen, ich weiß, aber mich hat gerne Kund. Soll ich machen? So, ihr Kinder frohlocket, dass ich mich hier gespeichert habe. Ich könnte mal versuchen, hier hoch, dann dahin und kann ich dann... Okay, komm, das versuchen wir auch nochmal. Hier irgendwie da oben an die komischen Dinger rankommen. Das wäre ja jetzt auch nochmal eine Frage. Leute, die ihren Spaß lassen da unten. Das brauchen wir nicht unterschieden. Bäm! Voll auf die Fresse, geil. So, das ist natürlich die große Frage, ob ich hier überhaupt irgendwas ausrichten kann, ey. Ich könnte da rüber, dann dahin. Meiner Meinung, ich könnte hier irgendwie diese komischen beiden Paneele bedienen. Das ist aber irgendwie doch nicht der Fall zu sein, oder? Stehe ich hier und kann. Echt. Ich bin der Meinung, da hingen zwei Seile, an denen man so rumfüllen konnte. Jetzt aber hier hingehe. Ja, den Angriff habe ich vor einer halben Stunde durchgeführt. Und schon wieder hat er mal nicht getan, was ich ihm gesagt habe. Zu spät. Stimmt zu mir, BD. Oh, gut gemacht. Na gut, dann können wir uns jetzt hier wenigstens mal in Ruhe umgucken. Da oben meine ich, habe ich so einen blöden Ziegenbock schon wieder rumdödeln sehen. Hier könnte ich den wieder zurückholen. Also, ob ich das will. Da ist keiner drin. Nee. Gleich weitergehen. Tschüss. So. Hier ist immer noch nichts Interessantes. Und hier. Was? Frage, ey. Wo ich so hin will. Würde ich jetzt quasi, wenn ich hier jetzt wieder hochkäme, würde ich da oben hinkommen und dahin. So, das heißt, ich müsste hier hoch. Dann riskiere ich das einfach mal und speichere hier mal ab. In der absoluten Hoffnung, dass mich das nicht den Spielfortschritt kostet. Und dann gehen wir mal hier hoch. Ich muss natürlich darauf achten, dass hier sämtliche Gegner, die hier mal so standen, jetzt auch wieder stehen. So. Da ist auf jeden Fall ein Seil, an das ich vorher nicht rangekommen bin. Und da drüben hängt man auch ein Seil, an das ich auf jeden Fall nicht rangekommen bin. So, das ist natürlich die große Frage. Da ist auf jeden Fall ein Eingang und da ist auch ein Eingang. Hier hin.
Keiner weiß es so genau. Naja, eigentlich, ja. Weil da komme ich ja ohne Probleme und da komme ich her. Was soll ich mit den Seilen? Hier sind doch diese beiden Paneele. So. Da und da. Vor mir. Hier sind das, das da. Da und da unten. Okay, da würde ich also so hinkommen und da. Ja. Da hier. So, okay, das stört ja dem Spiel sowieso nicht. So. Ich habe geöffnet da drüben zwei Stück. Und den bringt man wohin? Jetzt wissen, wo man den hinbringen soll, ne? Wo ist denn das? Man kann... Ich weiß nicht, wo ich hin soll, weil ich nicht sehen kann, wo es hingeht. Hier dran kann ich nicht. Wo soll denn der hin? Da. Oh, komm schon, ey. Da ist ein blöder Stein dazwischen. Hier soll man hin. Das ist schon, allein schon ätzend dadurch, dass man währenddessen die das Sichtfeld nicht ändern kann. So. Mhm. Kaputt. Okay, hat das Seil leider nicht kaputt gemacht. Hätte ich jetzt gedacht. Schade. Dass das Seil davon vielleicht kaputt gehen würde, dass das blöde Ding endlich runterfällt. Denn darauf läuft es doch hinaus, oder nicht? Ich muss irgendwie zusehen, dass wir. Nervt schon ein bisschen. Also nochmal interagieren. Und schwuppdiwupp. Nein. Und wieder einmal hier hoch und hier. Da eben auch schon gestanden. Okay. Dann will ich auch gar nichts gesagt haben. So. Jetzt sind wir auf Augenhöhe und das bringt mir. Was? Was wollen die denn jetzt von mir? Da unten steht der Blödmann.
Da kann man irgendwas anzünden und wenn man das angezündet hat, dann reißt hier bestimmt irgendwas. Aber dazu brauche ich erstmal so eine Feuerkugel. So, Feuerkugel negativ. Ein Feuerkugel. Bitte? Da war Feuerkugel. Ach. Oh, Alter, ey. Fortwurm. So, genau, das war das Ding, das ich freigeschaltet hatte hier. Die Typen. Da gibt es irgendwie Krimskrams. Da könnten wir irgendwas verbrennen, wenn wir denn. Oh. Demnach also bedeuten, ich ziehe hier schön an der Leine und währenddessen knotet der mir richtig schön eine rein, oder? Oder kann ich das auch von hier aus erledigen? Das kann ich auch von hier aus erledigen. Das ist sehr schön. Freue ich mich total. Ja, ist klar. Macht er natürlich genau in dem Augenblick, in dem ich das auch machen will. Ja. BD, ich brauche Hilfe. Hallo. Keine Macht, kein gar nicht. Ich kann nicht, ich kann mich gerade nicht bewegen. Boah, langsam nervt das ein bisschen. Okay, kann man nicht hochlaufen. Nicht anzünden. Ich brauche was zum Anzünden. Hallo. Hier brauche ich auch was zum Anzünden. Schauen wir mal. Haben wir ja genug zu haben. Ich wollte gar nicht, er will jetzt nicht alle einzeln. Das brauchen wir nicht offen. Okay. Also, dann werden wir uns jetzt gleich hier mit diesen ganz wundervollen Dingen beschäftigen. Das soll aber für heute die Folge gewesen sein. Keine Ahnung, ob ich die ein bisschen einkürze und das rumgelaufe ich, aber eigentlich, das gehört zum Spiel dazu. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da oder einen Kommentar. Vielleicht auch ein auch ganz wunderbare andere Spiele gespielt, kann man sich ja mal angucken und vielleicht ein Abo da lassen, denn es werden sicherlich noch mehr Spiele kommen. Bis dann, ciao.